Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es mal um das wichtige Spurenelement Selen. Ja, Selen ist sehr, sehr wichtig. Selen ist ein Spurenelement, das essentiell ist. Das heißt, wir müssen es zuführen. Unser Körper kann es nicht selber herstellen, und wenn wir nicht ausreichend davon haben, dann geraten wir in den sogenannten Selenmangel. Wofür wird Selen gebraucht im Körper? Nun, es werden verschiedene Enzyme mit Selen gebildet, die sind wichtig für den ganzen Stoffwechsel, ganz besonders fürs Immunsystem, für die Schilddrüse. Selen wird gebraucht, um das Schilddrüsenhormon T3 und T4 herzustellen. Und es wird aber auch gebraucht, zum Beispiel für die Männer, damit die Spermien fruchtbar sind und beweglich sind. Und es wird gebraucht für das Binden von Schwermetallen im Körper. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und als Antioxidant. Also es hilft quasi, dass die Zellen sich schützen können. Deswegen ist Selen zum Beispiel etwas, was man empfiehlt, wenn jemand jetzt eine Chemotherapie braucht. Dann kann er mit Seleneinnahme die gesunden Zellen schützen. Nur so am Rande. Okay. Selenmangelsymptome ergeben sich dann daraus. Also eine ist, dass es sein kann, dass die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert und man bekommt diese Unterfunktionssymptome. Es kann sein, dass die Männer plötzlich nicht mehr fruchtbar sind, dass es also mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Und da ist wichtig, dass man das dann überprüft. Kann man raustesten, entweder im Blut tatsächlich oder aber auch durch die Testmethode, mit der wir arbeiten, über die Ferntestung oder wenn man es selber lernt mit dem Dr. Mama System. Aber mal am Rande. Wichtig ist, das mitzuprüfen, also auch bei den Männern zu schauen, wenn es irgendwie nicht klappt mit dem Kinderwunsch. Selenmangel merkt man ansonsten noch durch zum Beispiel die Darmträgheit, Gewichtsverlust, andere Verdauungsstörungen. Kopfschmerzen kann sein, Schlafstörungen können sein, Gelenkschmerzen, Muskelprobleme, Muskelentzündungen, Muskelschmerzen und tatsächlich Haarausfall und natürlich die Infektanfälligkeit, wenn man regelmäßig ständig krank wird. Dann denken die meisten zwar an Vitamin C oder Eisen oder Zink, aber die wenigsten an Selen. Kann also sein, dass daran auch liegt. Wie kann man das Selen auffüllen? Naja, am besten durch die Ernährung. Also eine gute Ernährung, die Nüsse beinhaltet, Hülsenfrüchte beinhaltet, ist schon mal eine gute Ernährung, die Nüsse beinhaltet, Hülsenfrüchte beinhaltet, Kohlprodukte, Weißkohl zum Beispiel ist sehr selenhaltig, ja, besonders die Paranüsse. Man sagt so 2 bis 3 Paranüsse am Tag decken den kompletten Selenbedarf. Also das ist so das, was man nehmen sollte. Auch tierische Lebensmittel haben Selen, aber wir sind ja nicht so der Fan davon, Tiere zu essen. Wir lassen die lieber in Ruhe, deswegen suchen wir uns das Selen in den pflanzlichen Zusammensetzungen. Wenn man zu einem Nahrungsergänzungsmittel greifen möchte, da gibt es natürlich reichlich Selen als Tabletten oder Kapseln. Wir empfehlen da am besten die organisch gebundenen Selenprodukte zu nehmen und da vor allen Dingen das Selenmethionin. Das ist quasi Selen an eine Aminosäure gebunden und dadurch ist es besser verträglich. Bedenkt, dass es auch einen Selenüberschuss geben kann. Es kann also auch sein, dass man zu viel Selen hat. Deswegen sollte man so eine Selenaufnahme immer irgendwie absprechen mit einem Therapeuten oder irgendwie testen. Wenn ein Überschuss entsteht, merkt man das daran, dass der Mundgeruch so nach Knoblauch sein kann. Aber man kann es auch daran merken, dass es Unruhe gibt, innere Unruhe geben kann. Magen-Darm-Probleme, Gedächtnisprobleme, Sehstörungen, all die Dinge. Nur muss man dazu sagen, es ist höchst selten, Überschuss zu erzeugen. Das passiert wahrscheinlich wirklich nur, wenn man viel zu viel von Selen durch Nahrungsergänzungsmittel zuführen würde. Also ganz wichtig, denkt an Selen, achtet auf Selen und habt das immer mit im Kopf, wenn ihr in einen dieser Dinge, in einen dieser Punkte fallt. Okay, das war's von meiner Seite. In diesem Sinne, liebe Grüße, ciao, der Matthias.